Willkommen zurück zum vierten Part von Black Ops 2 Kampagne. Ich habe mal ein bisschen die Audio-Einstellungen gefixt, denn da war es ein bisschen laut in letzter Zeit. Und wir sind jetzt hier an dieser Stelle, wo wir zuletzt noch mit dieser Drohne rumgefeuert haben. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege. Ich sehe gerade gar nicht, von wo ich hier beschossen werde. Hallo, wo ist hier der Gegner? So, wir müssen jetzt auf jeden Fall weiter vorrücken. Denn von da hinten werde ich ordentlich unter Beschuss genommen. Oh, von wo denn? Ist auf jeden Fall eine krasse Neuerung mit diesem Unsichtbar. Ach, das war ein Gegner. Nee, hey, das ist doch Salazar, das ist doch kein Gegner. So, ich kämpfe mich jetzt hier quasi durch. Moment, da war doch wer. Da ist noch einer, ich sehe ihn genau. Ja, da ist er gestorben. So, wo haben wir denn hier noch Gegner? Holo-Gegner, wo seid ihr denn? Da ist noch einer. So, dann müssen wir jetzt irgendwie hier durchkommen. Ich sehe die Gegner nicht, das ist ein kleines Problem. So, kann ich mal nachladen? Nee, geht scheinbar nicht. Hier ist keiner. Da war gerade was. Ja, Mann, das ist echt schwer. Also verzeiht mir da, wenn ich da ein bisschen rumfehle, aber für mich ist das, wie gesagt, ganz neu. Da hinten sollte man eine Granate sehen. So. Hier alles gut. Und da ist dann... Was, wir haben keine Munition? Wir haben gar keine Munition. Das ist natürlich extrem negativ gelaufen. Dann brauche ich jetzt hier irgendwo eine Waffe. Hier, ah, hier lag doch gerade eine AN-94, so. So, dann hauen wir damit jetzt die Gegner weg. So, dann, schluckt, ne? Ach, du stehst hier noch direkt vor mir, so dreist wie du bist. Moment, hier, Hybridvisier, was haben wir denn hier? Oh, jetzt lauf doch nicht vor die Flinte, Jungs. Was ich leider auch noch nicht gefixt habe, ist, dass die Audiospur ein bisschen asynchron ist. Das ist nicht ganz so cool, aber kann ich momentan nichts dran ändern. Ich feuer gerade überall dahin, wo ich eben mal meine gesehen zu haben, nämlich irgendwelche Gegner. So, was haben wir hier? Nix. Okay, dann jetzt einfach mal da. Manchmal sieht man sie. Am MG halt. Oh, da ist einer. Boah, muss ich halt mal ordentlich draufhalten. Ja, jetzt stehen wir nämlich schon unter schwerem Beschuss hier. So, dann mal hier noch. Boah, den habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich einfach mal drauf gesprayt. Wie lange überlebt er denn hier? Ich springe wie so ein Bunny über die Ecke. Ah, irgendwie kriege ich ihn noch nicht umgelegt. Oh, 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 oh. Und es ist wirklich schwer, wenn man die Gegner halt nicht sieht. Ich feuere ja auch hier gerade einfach nur irgendwo in der Gegend rum. Es ist echt nicht leicht. Wenn du halt den Feind nicht siehst. Wow, wo denn? Alter Verwalter, wo gehen wir denn hier am besten lang? Ach so, hier stand was. Dann rücken wir vielleicht mal hier vor. Hier steht keiner, so jetzt müssen wir hier wieder die Gegner finden. Aber das ist da hinten gerade nicht so schwer. Da haben wir sie gerade eben alle schön gelockt da hinten. Und die Waffe muss ich mir mal für den Multiplayer merken. Die haut ja gut rein. Muss ich dieses Ding hier kaputt machen? Ja, muss ich. So, dann jetzt mal hier wieder auf die nächsten. Ich bin auch gerade nicht sicher. Ich weiß gar nicht mehr, wonach wir hier suchen, genau. Und es ist gerade nicht einfach auf jeden Fall. Ah, da ist einer. Den habe ich, jawohl. Nur wo sind diese Milizen?
die mal sehen würde, wäre alles einfacher. Vielleicht, wenn ich da so eine Granate reinwerf, kann ich die dann sehen. Uiuiui. Hier bricht mal eben so ein ganzer Berg ein. Da war einer, Hammer. So, Knifen. Achso, das ist Cosby. Sorry. Sorry, sorry, mein Freund. Ach man, das ist echt eine geile, eine richtig geile Story. Schade, dass man da erst jetzt drauf gekommen ist. Also mir gefällt bisher Black Ops 2 sehr, sehr gut. Auch wenn es nicht ganz so easy ist, aber das macht das Ganze ja auch interessant. So, bin ich jetzt hier... Ach, Harper. Okay, dann, wow, 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 zurück! Ja, toll, ich renne genau zur Tür, wenn gerade die Sprengbolzen dran kleben. So, jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. Hier bricht hoffentlich gleich nichts ein. Ist das hier sicher? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Komm hier. Leute. Warum lassen die mich hier allein? Das ist schon irgendwie wieder trügerisch. Hier Harper. Bestätige Technologieeinrichtung unter dem Tempel. Fordere Räume und Eindämmungseinheit für unsere Position an. Achtung! Kommunikationsauswahl im Innern erwartet. Bereit bestätigt. Bodenteam rückt zu sofortigem Einsatz aus. Geschätzte Ankunftszeit folgt. Salazar, aufmachen. So, jetzt packen wir uns hier nämlich auch mal eben alles neu ein. Nämlich Munition, eine neue Waffe. Das machen wir jetzt mal eben hier. Zum Hacken. Was haben wir hier noch? Noch irgendwas? Ne, dann machen wir jetzt erstmal hier zum Hacken. Was haben wir denn hier drin? Oh, eine schöne Uniform. Optische Tarnung. Ach, jetzt bin ich unsichtbar. Ach, ja, toll. Scheiße, unter schwerem Besch... Ja, was sind das denn da? Bei Star Wars wären das jetzt die Droidikas. Oh, weg hier, ey. So, dann nehmen wir die da oben mal ordentlich unter Beschuss. Die Möglichkeit nicht verrecken. Was haben wir? Wow. Greift mich hier doch nicht so von hinten an. Ich muss mich ja gerade mal ein bisschen hinter einen Vorsprung retten. Weil ihr müsst wissen, ich bin gerade etwas verschnupft und deswegen ist meine Stimme gerade ein bisschen kaputt und vor allem meine Nase. So, mein Freund, dich sehe ich, dich sehe ich. Boah, das war aber perfektes Aim. Ja, du wirst durch die Wand zerlegt. So, dann tarne ich mich mal. Schießen die jetzt auf mich? Ja, tun sie. Auf was schieße ich denn hier? So, da müssen wir uns jetzt hier... Der Typ lebt auf jeden Fall noch. Lebst du noch? Ne, jetzt lebst du nicht mehr. Einfach mal hier durcharbeiten. Oh, die warten ja hier mehr oder weniger auf uns. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr geile Levelaufmache hier. Also diese einzelnen Abschnitte finde ich sehr, sehr gelungen. Oh, muss ich die ja erstmal alle ausräuchern oder was? Junge, was hast du getan? Ja. So, wohin jetzt? Da runter, also da, wo unser Team gerade quasi ja schon war. Werden wir uns da jetzt auch mal auch hinmachen. So, was haben wir denn hier? Ein Aufzug. Dann hau mal rein, ne? Und es geht noch tiefer abwärts. So, und dann halten wir hier schon mal direkt ordentlich rein. Den einen Roboter haben wir schon mal. Und jetzt können wir hier auch mal wieder ja, unsere Munition aufstocken.
Oh, der lebt noch. Ah, jetzt nicht mehr. So, hier schön diese Granaten abfeuern aus dem Handschuh. Finde ich sehr geil gemacht. Also ihr merkt, das Spiel gefällt mir. Es war nicht immer bei allen COD-Spielen so. Euch zweimal erstmal ein bisschen geschnetzelt ist. Ja. Das ist jetzt die Rusher-Taktik hier. Die ist nicht immer gut gewesen bisher. Oh nein. Kriege ich den da hinter der Wand? Jawohl. Oh, auf euch wollte ich nicht schießen. Okay, okay. Dann interagieren wir mal. So. Aufbrechen. Was haben wir denn hier? Ja, weil eben wie bei der Feuerwehr hier diese... Ui, da steht so ein schöner Roboter. Oh. Ein kleiner Wally. So, was bringt uns das Ganze jetzt? So, Jungs, ihr wartet da vorne mal, denn ich muss ja mal gucken, wie das mit dem Part aussieht. Ja, so 3 Minütchen können wir noch machen. Fährt der Roboter uns jetzt hinterher? Na, dann öffnen wir mal die Kiste hier. Oh! Wer bist du denn? Ach du Scheiße. Da kommen sie. Komm hier. Fangen wir sie direkt ab. Nehmen wir sie direkt unter Beschuss. Direkt unter Beschuss nehmen. Und nach diesem Gefecht hier werden wir das Ganze dann auch mal eben pausieren müssen. YouTube zwingt mich ja dazu. Ach, ihr kommt jetzt hier von allen Seiten, oder was? Ich habe mich mal ein bisschen vorgekämpft. So, wen haben wir denn hier? Einmal den Roboter, der uns jetzt sogar mal hilft. Das ist natürlich süß vom Wally. Hier ist niemand mehr drin. So, dann gehen wir die Arschlöcher hier oben mal ein bisschen aufmischen. So, dann gehen wir jetzt hier hin. Bevor wir durch diese schöne Tür gehen, mache ich hier einen Cut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar da. Tschüss.